Hallo, herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Adventure Map. Was nicht ganz stimmt. Es heißt nämlich Let's Build Minecraft Adventure Map, wenn wir bauen uns eigene. Hier, wo ich drauf stehe, ist unser Spawnpunkt, den wir immer gleich markieren. Mit einem Block, mit einem auffälligen Block. Immer den hier. Spawnpunkt. Es ist nicht gerade ideal, was hier alles gespawnt ist, aber wir werden uns da vielleicht daraus noch eine Challenge bauen aus den Bäumen. Das sind ja genug. Da oben auf der Ebene. Ich habe so eine grobe Idee, wie wir das hier machen. Aber wir müssen uns überraschen lassen. Wobei, das war jetzt auch kein so schlauer Block. Wenn ich jetzt alles Gold mache. Ich würde sagen, wir nehmen eigentlich grün. Nehmen wir das Spawnpunkt. Spawnpunkt muss schon was Lustiges sein. Machen wir alles mit Kürbissen. Das leuchtende Kürbisse. Nehmen wir die, die sehen witziger aus. Oh. Die kann man nicht nebeneinander planten. Mist. Man sieht, ich habe noch nicht alles drauf. Nehmen wir orangefarbene Wolle. Machen wir es so. So, Spawn Point. Ist jetzt im Zentrum. Ich mache es noch ein bisschen größer. Also, wie ihr euch denken könnt, wird es ein bisschen länger dauern, bis wir fertig sind. Weil eine Adventure Map baut sich nicht in 2 Stunden. Zur Sicherheit vielleicht noch eine größere. Also, wie ihr seht, bin ich jetzt im Survival, nicht mehr im Survival-Modus. Ich habe jetzt den Creative-Modus angemacht, weil es viel leichter geht, alles zusammen. Ich kann ja hier alles aussuchen. Und wenn ich mir alles zusammengesucht hätte, würde ich vielleicht ein Jahr dran bauen. So. Das ist der Spawnpunkt. Ich hoffe, der bleibt auch so. Machen wir das Zentrum mal anders. Schon der erste Fehler im Bauen. Also, ich habe, wie gesagt, ich habe schon eine grobe Idee. Das ist nämlich für einen speziellen Kollegen. Für den Joker Phoenix. Entschuldigung, die Zahl habe ich vergessen. Den kennt ihr als Nerd-Pyramide. Und die Zahl habe ich auch vergessen. Haha. Ich werde es verlinken. Das werdet ihr schon merken. Ich werde es verlinken. Zack, 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 zack. Und noch eine Reihe. Warum ich das jetzt undurchsichtig mache, nach außen hin, hat einen bestimmten Grund. Ich will nicht sehen, dass ich will nicht, dass er sieht, was da passiert, wenn er den Raum hier verlassen wird. Weil er soll nicht gleich abgeschreckt werden, bevor er überhaupt angefangen hat. Ja. Mal gucken, vielleicht wird es ausnahmsweise 1080p. Die Dateien sind relativ groß, aber ich könnte mich vielleicht dazu durchringen. Mal gucken. Zumindest, wenn er sie dann beschreitet. Also jetzt nicht unbedingt. Ein Hebel, weil er muss ja permanent rauskommen. Ist klar. Man könnte jetzt natürlich auch den hier nehmen. Oder eine Druckplatte. Nehmen wir jetzt mal die hier. Jetzt könnte es ja so machen. Bloß wenn man draußen ist, Problem, man kommt nicht mehr rein. Und das ist nicht der Sinn. Wenn man stirbt, muss man ja, spawnt man ja hier. Beziehungsweise man kann ja mal wieder herkommen. Oder wenn man, keine Ahnung, warum man auch herkommen sollte. Deswegen gefällt mir die Druckplatte nicht so. Mit dem Knopf ist es genauso. Da kann ich ganz kurz mal hier. Wissen ja die meisten. Knopf geht dann wieder weg. So.
Also hier, bleibt permanent offen. Alles gut. Redstone-Schaltung muss ich auch noch, weil ich bin nicht so der Beste in Redstone, aber wir werden es irgendwie hinkriegen. Ich habe schon ein paar Ideen. Wie gesagt, 100 Frames. Halleluja. Oh, mein Computer explodiert gleich. Nee, mein Fernseher kann 200. Keine Sorge. Mit TNT will ich nichts machen. Ich will nämlich die Map nicht zerstören. Also es soll schon möglichst so bleiben, wie sie soll. Hebel, Tür raus. In den Himmel ist ja kein Problem. Kann auch ruhig gucken. Nehmen wir Glas. Ich habe das Svex Texturpack. Eins, zwei, drei, vier. Falls ihr euch denkt, warum ich das jetzt kaputt gemacht habt. Also hier drin ist dunkel, ja. So, jetzt brauche ich auch den hier nicht mehr. Das sollte das Zentrum sein. Man kann von innen nichts ahnen. Alles klar. Durch die Tür schon, aber das werden wir gleich ändern. So, jetzt machen wir leicht. Jetzt kommen wir in den. E jetzt machen wir hier mal auf. Dann geht's hier raus. Als Übergang. Musik ist ziemlich laut. Oh. Muss mal alles ein bisschen runtersetzen. Mausempfindlichkeit. Warum die nicht wieder. Ach so, ja. Halleluja, 16%, immer noch so laut. Geräusche. Ja, so ungefähr. Friedlich. Ganz wichtig, Schwierigkeitsgrad ist auch friedlich, damit man keinen Hunger empfindet. Was habe ich jetzt? Grüne Wolle genommen. Jetzt nehmen wir blaue Wolle. Ja, vielleicht ein bisschen zu schnell. Naja. Eine blaue Wolle. Hallo? Ich stehe im Weg. Du stehst im Weg. Okay. Nee, machen wir es so. Hell erleuchteter Raum. Obwohl Monster können ja keine spawnen, das spielt ja friedlich. Also jetzt ein Durchgang und jetzt kommt die hellgrüne. Das brauchen wir später wieder. Das lassen wir auch mal hier. Man weiß ja nicht, wie oft wir Licht brauchen. Also, im Grünen. Du stehst im Weg. Sieht interessant aus. So, was mache ich? Ich kann doch fliegen. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Also es ist der Startraum da drin. Dann geht's hier raus. Und hier sind die Schilder, die wir gleich schreiben werden. Was habe ich? Eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ups. Das war ein Fehler. So. Groß vielleicht, aber viel Auslauf. Weil die wird wahrscheinlich auch öffentlich irgendwann sein. Falls genug User meine Videos gucken, werde ich mir einen Server mieten. Mieten. Und dann geht's ab. Dann könnt nämlich alle drauf. Und umso mehr User die Videos gucken, umso mehr Server-Slots kann ich kaufen. Machen wir das doch hier.
Vielleicht ein bisschen zu schnell, Entschuldigung. 140. Gucken wir an, was da passiert. Ein bisschen besser. Ja, ist besser. Tür machen wir gleich. Alter. Zielen, Kollege. Wo stehe ich denn drauf? Achso, ich. Lol. Lol. Falscher Knopf. Das passiert auch. Habe lange kein Minecraft-Computer mehr gespielt. Man merkt's, glaube ich. Machen wir den hier nochmal. Den brauchen wir, glaube ich, nicht mehr, falls ich nicht nochmal einen Fehler mache. Und hier kommt noch eine Holz. Ja, eigentlich nicht. Hab so eine Idee. Hab ne, hier. Eisentür. Das ist eine Hebel. Haken. Achso. Nee, erstmal den Hebel. Dann die Tür. Jetzt habe ich den Hebel nicht wirklich dorthin gestellt. Hebel, Tür. Hebel. So. Ist klar. Machen wir später zu. Mehr? Mehr oder? Wir könnten eigentlich mehrere Schwierigkeitsgrade machen. Links, geradeaus und rechts. Easy, middle, hard. Ist eigentlich schon mal eine Idee. Das ist schon mal eine Idee. Machen wir mal grün. Grün, gelb, rot gibt es, ne? Rot, grün, gelb. Gelb ist Gold. Dann können wir noch den Ultraschwierigkeitsgrad mit Obsidian machen. Auch interessant. Also meine Lieblingssprünge sind, wenn ihr es wissen wollt, Eissprünge. Wirklich, ich liebe Eissprünge. Ich kann mit Eis sehr gut umgehen. Natürlich probieren wir die Map auch aus. Also, so ist es ja nicht. Die Hebel und Türen brauche ich nicht mehr. Weil jetzt kommen ab jetzt Holztüren. Falscher Knopf. Ach komm. Der ist so dumm, da reinzukommen. Eins, zwei. Nein! Hallo? Doppelt Leertaste? Willst du nicht? So. Jetzt bauen wir das Dach. Eins, zwei. Beziehungsweise wir machen hier erstmal. So. Ein bisschen kleiner Raum, ne? Na was. Man kann nicht hüpfen, soll man hier auch nicht. Ist ja nur zum Durchlaufen. Jetzt kann man gerade mal testen. Boom. Schön hell.
Schön hell. So. Alles klar. Also, der ist fertig. Der bleibt leer. Schilder. So. Entschuldigung. Holztür, Schild, was ist denn das? Gemälde. Kann man auch immer eins hängen. Oh, es hängt gerade. Oh. Lol. 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 Ja, genau. Das lassen wir. Das lassen wir. Also jetzt. Jetzt hier. Regeln zuerst. Also, dann. Erstens. Keine Blöcke zerstören oder Blöcke zerstören oder setzen. So. Was kann man noch als Regel einführen? Was Interessanteres? Vielleicht fällt mir noch was ein. Mir fällt jetzt gerade nichts ein. Eigentlich brauche ich ja keine Regeln mehr. Lol. Lol. Alles klar. Komm, also. Komm noch ein. Einer geht noch. Einer geht noch, komm. Da noch. Alter, komm. Das ist ein Witz. Mal. Keine Blöcke zerstören oder setzen. Au, außer es wird Aua? Außer es wird am Anfang der Challenge erlaubt. Ich hab. Ey, der kann kein scharfes S machen. Ich fall um. Oh. Sehr. Lol. Man kann kein scharfes S machen. Okay. Es wird am Anfang einer Challenge erlaubt. Ja, kein scharfes S. Tolle, tolle Spiel. Ja, das ist ja gar nicht da drin. Auf der anderen Seite kommt jetzt. Genau. Hier unten drunter. Schade, dass wir nicht zu zweit spielen. Dann könnte nämlich einer diese Person übernehmen und einer diese. Erbauer. NBC MIG. AKA Gaming Pirat. So. YouTube Channel Gaming Pirat. Ja, YouTube
youtube.com/gamingpirat. Ne, User Gaming Pirat, die waren das. Ach egal, werde ich nachträglich einfügen. Okay. Das ist der Gaming Pirat, der gerade vom Creeper angefallen wird, falls ihr die anderen Videos von der Xbox gesehen habt. So, machen wir das hier weg. Tür lassen wir mal, Glas lassen wir mal.